In unserem Text findet er los wie ein zweites Weihnachtslied, und das mal von Zacharias. Wir werden den Kontext, das Leute erst singen und dann die wird Salz. Und uns Eberschrift sagt sogar für diese Bibelverse Lobgesang des Zacharias. Wir losen in Vers 24. Und Furz ging arm, nämlich Zacharias, dort Müll up in seine Tongue wie laus, und hei können reden, und hei loved Gott. Wie hier den Fehler sind nach Wuram, Zacharias für eine Zeit nicht reden können. Weit wie noch? Ja, hei gleich nicht, was der Engel Gabriel arm sieht. Der Engel Gabriel erschien arm im Tempel Gottes, als hei du dein Deid, wenn's hei Priester wir. Und der Engel sieht arm, oder gebe arm, der Gode nur reicht, dort hei wird von seiner Früh Elisabeth ein Sehen kriegen. Und woran wird der Schwur für arm zu glauben? Werden sie alt werden? Ja, eigentlich zu sein, sie werden alle. Aber sie werden alt. Und hei weiß, dass die alle beide zu alt werden, oder dass sie früh wenigstens zu alt werden, um Kinder zu haben. Und sie können niemals Kinder haben. Sie werden unfruchtbar. So nicht bloß, dass sie alt werden, aber auch sie werden bald so weit einmal unfruchtbar gewesen. Und nun, in ihren älteren Jahren, nun sollen sie ein Kind kriegen. Und nicht bloß ein Kind, aber einen Sehen. Und damals, wenn einer einen Sehen kriegen wird, dort wird etwas extra besonderes, wegen dann wird es nun, er nun dann wieder gehen. Ich sehe Gabriel, und das lese ich in Lukas 1, Vers 18, 20. Ich sage zu Gabriel, woran kann ich weiten, dass das so ist? Woran kann ich weiten, dass das so ist? Das ist ein alter Mann, und meine Früh ist auch nicht mehr jung. Und dann sieht der Engel zu ihm, Gabriel, der vor Gott steht und wird geschickt, mit dir zu reden und die Gaude nur reich zu bringen. Aber nun kicke mal, willst du mich nicht gläufst? Als ich dir sehe, was in seiner Zeit passieren wird, wirst du sterben wollen und nicht reden können. But den Tag, wann das sich erfallen wird. So Zacharias will ein Tiefchen haben, um Gabriels Botschaft zu glauben, und er kriegt ein. Nicht nur so eine Ferne tieten. Für mehr als 9 Monate muss er stamm sein, wegen seiner Zwiebel. Und hier so erst eine Warnung für uns, dass ihr von der und auch nach vielen Menschen, die gleich in ein Tiefchen von Gott fordern, von Gott an, was auf dem Hotline dort, oder was wiesen dort, oder die Antwort sein dort. Und hier ist eine Warnung für uns. Wenn wir Gott nicht ein Tiefchen fragen, dann manchmal gibt er uns so ein Tiefchen, aber dort ist vielleicht ganz anders, als was wir vielleicht gedacht haben oder vorgestellt haben. Und dann, nachdem dort Baby geboren und beschnitten ward, bestätigte Zacharias, dass sie nie geborene Sehen Johannes heiten soll, indem er dort ab dem Tufel schrieben deit, wenn sie nicht reden können. Und obwohl Zacharias in seiner Früh albeit alle wie ein Gott dort möglich, wird die Welt verarmählich erhöhlen deit. Und dort ist wunderbar, wenn wir sein dann und hören dann, wo Gott dort deit, wird die Welt oder wird Menschen verarmählich erhöhlen deit. Wie Gott ist kein Ding anmählich. Johannes, sein Sehen, was kommen soll, wird nicht bloß ein gesundes Kind sein. Und aus Älteren wird erwarten dann, ich meine, wir freuen uns, wir beten Gott, ja, von uns bloß ein gesundes Kind, und wir wollen sehr dankbar sein, zufrieden sein, alles. Und die wird nicht bloß gesund sein, aber die wird eine wichtige Rolle in Gottes Plan spielen. Er wird den Weg für Jesus reinmerken. Und sobald Zacharias Müll abging und seine Tongue los war, dass er reden kann, fängt er an, Gott zu loben und zu preisen. Und ich sehe mir sagen, dass er während seiner Stammheit viel Zeit über diese Ereignisse zubrach, bloß zu denken, was alles am passiert wird und was der Engel Gabriel am gesagt hat und wo begeistert er, wie andere Menschen zu sein, was am passiert ist. Und er kann nicht. Er kann kein Wort sein. Und nie aus seinem Tongue los wird. Nie. Furt. Luft er und preist er Gott. Hey, wir nicht all mit Gott, hey, luft Gott, preist Gott. Wunderbar. Und nun kann er endlich andere sein,
was Gott ihm gewiesen hat und gesagt hat. Sie würden nicht bloß ein Kind kriegen, ein Sehen kriegen, sondern ihren Sehen würde die Menschen horten, ab ihren Messias reit mir an. Und nun hat Zacharias an die Ereignisse selbst gläubt, wegen am Anfang hat er getwiebelt, nun hat er gläubt. Nun können die Engel am Brückenende, und Gott können am Brückenende, Herr Jesus können immer am kommen, damit er prophezeien können und Gott präsen können. Und seine Prophezeiungsleute, wo wir von der Samarius mit Gottes Hilfe betrachten. Und wenn wir Zacharias das Leute betrachten, dann möchten wir versächtig unterscheiden, wann er wird sich auf Johannes beziehen dann, und wann er wird sich auf den kommenden Messias beziehen dann. Wenn Johannes redet, oder sein Vater Zacharias redet von zwei Menschen an seinen Leuten. Als Gabriel am sieht, was in den nächsten Monaten passieren soll, wart Zacharias an, dass zwei wichtige Personen bald erschienen würden oder kommen würden. Eine wird ihn sehen, Johannes, und der andere, der Herr Salz, der Messias. Und Zacharias, er freut sich riesig, dass sein Gebet mal Futter zu werden, die von Gott gehört ward. Aber er weiß, dass ein noch viel wichtigeres Gebet von Gott gehört ward, dass der Messias endlich kommen wird, um Israel zu raten. Und du Rewe, hörst noch viel mehr Freude, dass Gott das tun wird, als dass er nicht Futter wird. Er wird noch viel mehr begeistert, über diese Nachricht, dass Jesus kommen wird, als Futter zu sein. Und wegen seiner großen Freude für den Messias in Kommen handeln die erste 8 Verse von seinen Lobpreis für die Herrn in Kommen. So erst redet er von dem Messias und dann Luther redet er von Johannes. Er hat seine Prioritäten reich abgestellt. Und wir weichen, dass er sich an diesen Versen ab Jesus bezieht, wie es er in Vers 69 sagt, er hat uns über seinen Knecht David sein Haus mit einem gewaltigen Heiland versorgt. Johannes, wie eine sehr wichtige Person, über die wir kein Heiland, das redet von Jesus. Wir werden erst die Verse betrachten, die sich auf den Messias beziehen, und dann wollen wir die Verse über Johannes taub sehen. So wurde ich an diesem Lob Leute interessant fing, als wo Zacharias reden wird. Wenn wir seine Wirt nur betrachten, dann sehen wir, dass er so reden wird, als ob der Taukampf all passiert wäre. Er redet zum Beispiel und sagt in Vers 68, gesegnet ist der Herr Israel, er Gott, wie es heuhaft sein Volk Israel besorgt in Gerat. Besorgt in Gerat. Jesus wird noch nicht einmal geboren. Dort wird wenigstens noch 6 Monate dauern. Und selbst dann, wie Jesus Erlösungsplan erst durch seinen Tod und dann Luther nur seinem Aberstunning vollbracht worden. Und der war ich, wo er reden, der wies an, dort er nicht bloß Gott loben, der über dort er hier durch den Helden Jesus prophezeien, der er redet von der Zukunft, was noch passieren wird. Und dort ist erstaunlich, dass jemand, der 9 Monate Eier und Gottes Plan für Armen für die ganze Welt gezwiebelt hat, nie so sei er überzeugt, wie er dort alles krank so worden wird, als Gabriel am dort sieht. Und hier mag ich an Maria denken. Sie hat am Anfang nicht getwiebelt. Sie sagt, Furt, lud mit mir worden, dass du sagst. Maria hat Furt geglaubt. Zacharias, ein Priester, hat nicht Furt geglaubt. Und während den ungefähr 4000 Jahren von der jüdischen Geschichte haben Propheten von einer Erlöser prophezeit, der die Menschheit über ihre Sinnen raten wird, er mit Gott verseinen wird. Der Sinn kam einer Welt nahe, wie es Adam und Eva Gott eingehorsam wird. So tun, führt Eva hängt Licht in sein neuen Frucht von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, von dort Gott und Schleich aus, in sein Eid. Aber nicht bloß dort, Gottes Wort sagt, sei geif ihren Mann auch in dein Eid. Wir wollten dort Lied sein, einig sein, aber nicht Gott eingehorsam einig sein. Wir werden alle beten, Gott eingehorsam. Und sobald wir sind eine Welt, wie er von Gott an seinen Plan zu offenbaren, um Wahrheit der Menschheit,
zu den Salien sündenfrie Zustand bringen wird, als er angemerkt hat. Also nicht interessant, kurz vom Anfang an sagt Gottes Wort, dass Gott ein Erlöser schenken wird, der die ganze Menschheit von seinen Sünden raten wird. Und wer wird das Erste, was er über den Messias prophezeit hat? Sie nicht bleibt. Oh, das, im Neuen Testament, ja, das sei Gott. Wer Lüder? Jesaja, der hat auch viele Dinge über den Messias hier predigt und der weissagte, aber die erste wie Gott sagt. Die erste wie Gott sagt, und das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und das sagt Gott zu den Schlangen, zu Sutun. Aus dem Pott von Sutun Struf. 1. Mose 3, Vers 15, sagt Gott, der Schlange, du in der Früh wollen ihn feindlich sein, und die Nukumen wollen sich nicht lieben tjern. Und dann sagt Gott, hei wird dir den Kopf verwunden, und das meint, alle Kraft wegnehmen. Und du wirst einmal den Hack verwunden. Ja, du wirst arm. Du wirst arm anbringen, aber der wird weiterleben. Und das wies ab Jesus, in wo er Sieg über Sutun kriegen wird. In Lukas 1, Vers 71, prophezeit Zacharias dann, dort wie von Ansefien und all die ans nicht leiden können, sollen gerat worden. Und die meisten Juden damals würden gesagt haben, dort er der Feind wer wären. Lieder? Der Herden. Ja, okay, sei gut. Sei gut. Und du wirst ein Volk von der Herden, was sie nicht leiden können, wird ever an damals harschen deuten. Der Reimer. Denkst, der Reimer, der Horden, zu der Zeit, aus dieser Jesus geboren wir, macht ever die Juden. Die deuten immer die Juden harschen. So die meisten Juden damals würden gesagt haben, er erfien wären die Räumer. Die Juden glauben, dass er Messias ein Tag kommen wird, um Anfang ihrer Knechtschaft unter den Räumer los zu merken und dann ein irdisches Königreich abstellen, wo der Messias selbst aus Haar und König regieren und harschen wird. Und wir weichen über, dass das erfien, wovon Zacharias hier reden, dass nicht die Räumer wären. In einem Bibelgelehrter mit Namen Adam Clark erklärt, dass der Feind, von denen der Messias der Menschheit raten wird, so tun, dort in der Sinn wären. Und mir wird es sehr interessant, was Clark noch über diese drei Feinde zu sein hat, und ich will seinen Kommentar für uns lesen. Er sagt, der Sinn ist der gefährlichste von allen von diesen drei, und er ist der einzige Feind, vor dem wir Angst haben müssen. Der Sutun ist Büte ans und kann keine Macht ewig ans haben, Büte dort, wo er durch den Sinn kriegt. So, wenn wir sind ihn down, dann je wie Macht Sutun haben, dort er ewig ans herrschen kann. Über bloß Sutun selbst machen wir nicht fürchten. Der Dout wird am Abersturningstag ganz weichgeschaut. So, wir machen nicht von der Dout fürchten. Wings, wir weichen dort wie eine lebende Hupning haben und dort irgendwann ans Leben hier auf dieser Welt ewig ist, wo wir wie Gott sein. Wir haben eine lebende Hupning, dort wie es Jesus Christus für uns gestorben ist und war der abgestorben ist, dort wie auch ein Tag mit einem abstorben worden. So, ich dachte, seine Kommentar, wir sei ja wichtig und wertvoll. Und obwohl die Sinn der gefährlichste Ansefien ist, ich habe durch Gottes Kraft, Gottes Heiligen Geist, rein in so ein Leben führen, dass wir nicht an den Sinnmatten versklavt sind, dass wir von unseren Sinnen können los sein, in ein heiliges Leben führen. Dann in Vers 73 lesen wir von einem Eid. Wollen wir von einem Eid reden, dann das ist ein Wort, was wir in Plottich nicht sagen, vierten Brücken, dann wird es dort. An Oath, very good, an Oath, eine Versprechung, nicht?
ein Versprechen, ja. Er sagt in Vers 73, er redet von einem Eid, den Gott an dem Sturmfuhrer Abram Durab geschworen hat. Und wenn Eid meint, hey, well, wir können das in zwei verschiedene Wege ütlein und verstehen. Zum Beispiel, lass mich Vers 70 und 75 lesen, wo Zacharias noch sagt, dort wie von unseren vielen Friedemerk sind, am wurden ohne Furcht deinen können, an Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange aus wie leben. So, wenn wir Friedemerk sind, dann sagen wir von so tun sind, und dort Friedemerk in Martin, die nicht mehr fürchten. Wie weit in auch dort Abrahams Nukumen ward eine Ohr versprechen? Was wie dort? Was sollen sie ein Tag kriegen? Okay, dort fand Abraham wird ein großes Volk gemerkt worden, nicht? Sei Gott, was noch? Sie sollen ein Beet Land kriegen. Wo wie dort? Was wird dort? Was heißt dort? Kanaan, sei Gott. In Kanaan, wie er in seiner Fähne lohnt damals, und Gott versprüht Abraham, dort ein Tag, dass sie nur kommen, dort lohnt haben würden. Und wie weiten dort Luther, nur Abrahams Tiet, nur Isaaks Tiet und Jakobs Tiet, werden die Israeliten wohin gebracht, für mehr als 200 Jahre. In Ägypten, ja. Und am Anfang, wie ihre Tieten in Ägypten so erfahren, wie ein Eilut dort wohnt, aus Jahres, über Eva der Jorn waren sie zu Wort gemerkt. Skloven, ja, Skloven. Und wie weiten aus Bibel lesen, wo Gott die Israeliten aus Ägypten mit seiner Kruchfalle Hand rüttbrach, rüttleden deit, und wo er an Wader versprüht, dort hei dort Volk Gottes eine Kanne anbringen wird. Aber was würden die Israeliten machen dann? Um dort Land zu kriegen. Amen. Sich ganz Gott Hand geben, am Gehorchen, am Glauben gehen und Wort down. Wie das Land lade ich? Ja, sie sollen am Glauben gehen in die Herden, Nationen, wo du wohnen, deinen damals, über Siegen. Und dort, wie wird gerötet, am Anfang wollen sie dort nicht down. Sie sagen, nee, die sind viel größer als wir sind, die sind viel mehr als wir sind, wie kann das bloß nicht? Und Gott hat dort Volk gestruft und die mussten für 40 Jahre in der Wüste sein. Und dann nur dem haben sie eine stärkere Glauben gehört und dann deuten sie dort, was Gott von an will. Und sie können an dort Land keine annehmen und sie können die Völker besiegen. Sei Gott. Und viele sagen, dass das irdische Kanaan, die versprechen wir damals, was Gott Abraham gave. Er sagt, er wird eine Ruhe geben, eine Rehe geben, wo die Menschen würden dann ohne Fien sein und alles. Aber der Hebräer schrieb, sagt was anderes. Der Hebräer schrieb, sagt in Hebräer 5, Vers 8, in Batien, die Verse, wo wir nicht alle durchlesen, aber du so redest, der Hebräer schrieb, dort wann Gott Kanaan damals gemeint hat, dann wird er nicht weiter von einer kommenden Ruhe geredet haben. Er redet von einer anderen Ruhe, einer anderen Versprechen, wo wir würden von all unseren Feinden können los wollen und in Gerechtigkeit und Heiligkeit leben. Dort deuten die Israeliten damals nicht. Dort können wir persönlich von der und nach beleben, wann wir Jesus Christus aus Heiland annehmen dann. Wann wir am unsere Sünden bringen dann in seine Vergebung freuen dann. Und wenn wir am ans ganz Hand geben, dann das all gesagt wird, dann können wir uns all die Siegen, die gegen uns kämpfen wollen, immer besiegen. Und wir wollen Ruhe für unsere Seele haben. Dort wird wir in Hebräer 5, Vers 8, Vers 10 lesen. Dann. Johannes weiß, dort folgt den Weichen Jesus,
der an mit dem Heiligen Geist deuten wird und er soll volle Ruhe schenken wird. Ja. Dass wir einen Versprechen Gottes, Herr Abraham, wird wie von der und da genießen können. So, wir wollen nun auf die Prophezeiungen blicken, die sich auf Johannes beziehen. Aber nun haben wir bloß von Jesus gehört, und nun wollen wir über Johannes was lernen. In Vers 70 prophezeit Zacharias, dort sein Sehen wird den Allerhöchsten, sein Prophet, genannt worden. Und wenn wir Tränen in Lukas 1, Vers 15 blättern, dann sagt Gottes Wort, und wir lesen durch, wo Gabriel Zacharias mitteilen wird, dort sein Sehen an Gott seine Augen groß sein wird. Und wir wissen, dass Jesus als Johannes groß nahen wird. Er wird. Während sein Dienst, dann sagt er, seht Jesus mal zu seinen Jüngern, in Lukas 7, fing wie das wird, Vers 28, Jesus sagt, er war Johannes, ich sei jünd, dort Johannes der Täufer ein größerer Prophet ist, als irgendwas wer von einem Frühmensch geboren. Hei wir wartig groß in Gottes Augen. Über Johannes in Grautsein scheint nicht von dem, was er wir oder von seinen Leistungen, was er tun kann, leider von der Arbeit, für die er geboren wird. Dort wird der Allerhöchste sein Prophet sein. Er wird den Weg reit merken für Jesus Christus. Und nun werden wir uns Salz ein bisschen betrachten und an uns Salz denken. Worum hat Gott uns gemerkt? Wird gleich wie. Ja, wir sollen ein gebrauchbares Werkzeug in Gottes Hände sein, nicht? Und wir sollen alles, was wir tun, zu Gottes Ehre tun. Ja. Woran noch? Ja. Ja, die will eine Kreation machen, was arm und live deinen wird. Und mit ihm kann Gemeinschaft haben. Und als er dann nicht so sei er schuld, wenn die meisten Menschen Gott nicht dein und nicht an Gott glauben werden, hey, haben sie gemerkt, umso dass hey, mit uns können Gemeinschaft haben und die meisten Menschen, die werden nicht mit ihm zu tun haben. Das wird ihm so weit. Hei mögt uns, um Gott mit unserem freien Willen zu loben und zu dein und vom ganzen Herzen live zu wiesen und live zu haben. Wir werden mit einem Zweig gemerkt. Und dieser Zweig merkt uns für Gott wichtig und nützlich. Und es ist ein von den vielen Gründen, warum er für uns starb. Und wenn die Kinder Gottes sind und arm aus Leben wird Opfer dein, dann wird er eine Lehre sein, den erstaunlichen Plan auszuführen, den er für uns hat. Johannes ist abgerufen aus den Allerhöchsten, sein Prophet, wie er dem Herrn den Weg reute merken. Und wo wird Johannes das tun? Wir lesen in Lukas 1, Vers 18. Er wird viele von dort Volk Israel Tränen den Herrn ihren Gott bringen. So indem er dort Volk der Erkenntnis von der Erlösung durch die Vergebung ihrer Sinnen brach, mögt Johannes die Menschen horten für die Botschaft vom Himmelreich reut, der Jesus Christus als predigen wird. Und wir lesen in Matthäus 3, Vers 2, wo Johannes an der Wildnis predigt, kehrt arm, dort Himmelreich es dich bi. Das wird Johannes predigen deit. Und dann in Vers 5, in Saas, sagt Gottes Wort ans, und die Menschen von Jerusalem in ganz Judäa und der Jordan gegen den keimenden Arm bekannten ihre Sünden und leiten sich von arm am Jordan deiben. Bloß wie es Johannes dit seht, kehrt arm, der Himmelreich es dich bi. Und viele Menschen, wir würden vielleicht sagen, Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, die kämen, wegen bloß diese paar Wirt reden, haben zu den Menschen horten geredet, dass die Menschen sich bekehrten. Oder ihre horten für Jesus reden mögen. Wenn er Sinnach hier fern stunden wird und bloß sein wird, kehrt arm, der Himmelreich es dich bi. Wie würden sein, dort ist nicht genug. Ein Jung, von dem ich mal gehört habe, er sagte ein Prediger, weißt du, was du predigst, fehlt zu lang.
alles wird sein, macht als Menschen bekehrt jünd. Amen. Dort wird dann Tauriten. Das alles wird sein, macht. Und der Prediger dachte, wow, dort ist es süß, nicht? Aber da fehlt manchmal ein bisschen mehr als dort. Und aber du hast eine Wahrheit hierbei, nicht? Das ist der Hauptkern, nicht? Hast du nicht? Gottes Wort wird gepredigt, um so dort Menschen ihre Horten für Jesus reiten werden. Und dass sie sich bekehren können. Und Gemeinschaft mit Gott können haben. Das alles, was hier gepredigt wird. Und die Menschen, die strömen durch Hahn und leiten sich von Johannes Deipen. Johannes' Botschaft deigte den Menschen ihre Sünden ab und weiß an, wo sie einen Erlöser fehlten. Er predigt auch, dass einer nur am noch kommen würde, der streike aus am wir, der wird am, oder der wird die Menschen mit den Heiligen Geist und mit vier Deipen. Er hat eine Sache wie hier abgerufen. Und sei eine große Arbeit, und er hat dort mit Demut getan. Johannes hat seine Abruf gewiss. Er mögt sich nicht, was gerade wird, als er wir. Und das sei wie ein seine Wirt. Und auch ein Gotteswort in Johannes 1. Johannes Evangelium Kapitel 1. Während die Menschen durch Deuten dann kämen Priester und Leviten arm, um zu sein, wer er wir, wer er verjäuft zu sein. Und er sagt an, in der Verse 20, bei 23, ach sie nicht Christus. Und sie fragen ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sagt, nee, ach sie dort nicht. Und sie fragen ihn, bist du der Prophet? Und er sagt, nee. Dann sehen sie zu ihm, wer bist du dann? Dort wie die eine Antwort geben kann, die uns geschickt haben, was sagst du von dieser Salz? Und er sagt, ach sie einem seiner Stamm, der an der Wildnis spricht, merkt dem Herrn sein Weichglück. Und dieser Wirt sagt mir, so sei wichtig, wegen, was ist ein Stamm? Ein Stamm kann wie hier und oben, kann wie der sein. Ist das nicht interessant? Er sagt, ich sehe nur einen Stamm. Ich sage ihm, was die Daunen sagen, aber kick nicht in mich. Ich weiß nicht Jesus haben. Kick in den Arm. Heißt ein Stamm. In Vers 78 prophezeit Zacharias Worte von dem Messias. Er sagt, durch Gott sein Leib tilget Merkleid, wird der Morgensonne vom Himmel ewig ans abgehen. Mit der Geburt Jesu und der Verkündigung seiner Geburt durch den Engel Gabriel funkt der Sonne abzugehen. Von dem Tag, wo Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden weisschert, wird Malachi wird die Botschaft vom kommenden Messias gepredigt. Zwischen Malachi und der Geburt von Johannes der Täufer werden ungefähr 400 Jahre vergehen, wo dort keine Prophezeiungen mehr gibt. Das wird eine sehr düstere Zeit. Bei dem Tag, als Gabriel Zacharias im Tempel besah. Und nun prophezierte Zacharias Salz von dem Morgensonne vom Himmel. Lass mich Verse 78 und 79 weiterlesen und du möchtest schluten. Durch Gott sein Leib tilget Merkleid, wird der Morgensonne vom Himmel ewig ans abgehen. Ewig die Tischinen der Unge der Todesweig am Diestern Säten in unser Feind ab den Friedensweichen abstehen. Und dann in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 8, was saß, sagt die Bibel ans, und Johannes wird geschenkt in der Lichthand gewiesen. Dort wird das wahrhaftige Licht, dort für alle Menschen schien, die an dieser Welt nankommen. Dort wird eine große Arbeit, der Johannes geboren wird. Und doch, so wie aus King Gottes von der und der, kriegst du Gott beropen, dort Salge zu tun. Dort Evangelium von Jesu Christi, dem Messias, an die ganze Welt zu verkünden, in harten Tränen ne Gott wiesen. Liebe Geschwister, wie sollen Stämmen sein, die ne Gott wiesen tun. Uns abgerufen, der und der, als Kreis dort von Johannes sind wir. Besonders nie in dieser wunderschönen Adventszeit, dieser Weihnachtszeit, wo viele Horten für Gott ob sind. Weil wir Weichwieser sind, wird eine Jesuswiesen. Kreis ist Johannes dort. Möcht Gott uns damit halten. Amen.